Oh, nicht schon wieder. Hab dich gefunden. Deine intrikater Plan wird nicht aufgehen. Ich weiß genau, dass du mit uns spielst. Oh, geh mir nicht, geh mir von der Sonne. Läufst du ihm nach, oder Mietz? Ich kenne deinen Plan. Habe ich womöglich Beweise entdeckt? Was ist damit wohl auf sich hat? Wow. Mami hat das gemalt. Meins. Aha, du willst das haben, Beats? Da musst du darum kämpfen. Olle. Gleich. Du und dein Intrikater. Ah, ist klar. So, du kleiner Nervenbündel. Sieh zu, wie du da rauskommst. Chainstorm. Da hast du aber eine interessante Gewölbekurvatur hinbekommen, junge Dame. Was meinst du, Daddy? Ach, nichts. Meine talentierte Tochter inspirierte mich nur nichts weiter. Daddy. Wie sollen wir es nennen? Chainstorm? Wunderbar. Einfach wunderbar. Oh nein. Ist klar. Was hast du da drin gemacht, du kleiner Bandido? Ich komme mir vor wie eine Mumie. Wie oft muss ich denn noch? Okay, wohin ist das hingefallen? Ah. Das ist ja noch faustdick hinter den Ohren, als er noch ein Babykätzchen war. Aber Miss Nunes, Aspen war's. Seine Intrigen-Katerplan geht auf. Cray, was für einen Katzenplan? Die Katze macht, dass wir... Aspen macht, dass wir Sachen machen. Oh nein, was redest du denn? Nee. Oh nein, was redest du denn da, mein Junge? Und ich denke sogar, dass irgendjemand Aspen steuert, Miss Nunes. Irgendjemand tut uns ausspionieren. Mein armer kleiner Wiel. Und wer soll das sein? Ich denke, es handelt sich um ein galaktischer Overlord, Miss Nunes. Ach. Ein außerirdischer Verstand, der Katzen benutzt, um uns Menschen zu kontrollieren. Ach, ist das so? Ja, vielleicht sogar aus einer anderen Dimension. Wir gehen jetzt runter, machen dir einen Sandwich, ja? Aber der galaktische Overlord... Senor. Könntest du bitte einfach folgen, kleiner Senior? Geht der Junge mir auf die Nerven. Ich frage mich, wie die Mutter jetzt drauf ist, jetzt, dass sie mal ordentlich schlafen konnte. Wo ist sie eigentlich? Auf jeden Fall müssen wir nach draußen.
Oh. Hey. Hey, was ist denn mit unserer Tropfen der Decke passiert? Murray. Da ziehen wir doch tatsächlich aus. Und ausgerechnet jetzt haben sie sich in den Kopf gesetzt, das zu reparieren. War ja gar nicht. War ich nicht, Ma'am. Oh. Chris, meinst du, die kriegen das noch rechtzeitig hin? Na, die Tür ist nicht. Die Tür ist so. Aspen! Ah, komm, ist ja ein bisschen Schleim so. Ne? Oder was willst du? Jetzt geh doch nicht weg! Aspen? Willst du irgendwo hin? Gibt's da ein Problem, Aspen? Lass mich raus, Mann! Ich muss dein Bild holen. Willst du raus, Kleiner? Ich bin gleich wieder da. Bleib da stehen. Aspen, was machst du da? Nein! Aspen, was machst du da? Nein! Was? Aspen! Es wird ja nur entführt. Sieh mal einen an, was haben wir denn da? Haben wir uns da etwa einen molligen, orangenfarbenen Katzen... Hey, hey, Harry, das ist doch ein Privatgrundstück. 20 cm, zack. Hä? Mein 20 cm Regel. Wenn ich ein Tier 20 cm weit von seinem Grundstück sehe, dann habe ich recht, es zu fangen. Merkt ihr die Regel, zack. Dann kriegst du auch bald einen Bonus. Alter, was ist das für ein Arsch? Der fährt jetzt einfach mit uns mit. Weißt du, ich habe hier einen extra Kühlschrank gekauft und es hat sich nichts verändert, Mann. Hm. Die macht sich immer noch an mein Essen ran. Ist das zu glauben? Was war das? Was war was? Ich glaube, ich habe was gehört. Ich schwöre, ich höre da was, Harry. Wobei, die kommen mir eher so ein bisschen vor wie dick und doof, ne? Halb's der Witz, Zack. Wahrscheinlich du... Ich... Warum ausgerechnet dich? Ich sag dir, Mann. So, ausgebüxt. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Muss nach Hause finden. Oh nein, der fährt... Oh nö. Ich kann nicht entkommen. Oh Gott. Okay, ich dachte... Na egal. Nochmal. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wo ich hinklicken muss. Du sackrist uns nicht. Nicht noch einmal. For sale. Ah, ich muss... Okay. Okay. Yo! Ich glaube, es hackt. Ich hätte warten müssen. Da war Aspen platt. Egal. Auf ein neues.
Okay, immer weiter, immer weiter. Den blöden Tierfänger aus dem Weg. Okay. Auf ein neues. Besser so erstmal warten. So. Yo. Ah, wie weit müssen wir denn noch? Da ist das Anwesen. Du Sack! Fick dich! Oh Gott. Oh Gott. Und sie telefoniert bestimmt wegen Espen jetzt noch. Oh Gott. Oh, was los, Jimmy? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Da war doch was. Da war doch was. Hä? Was war das? Psst. Psst. Was soll das heißen? Sie ist ihn erwischt. Erst klauen sie unsere illegale Weise, unsere Kasse, und dann verlieren sie das Tier auch noch? Ich scheiß auf ihr, 20 Zentimeter. Jetzt rastet hier. Ich scheiß auf 24 cm Regel. Shannon, die Kinder. Jetzt hören Sie mir mal zu, kleiner Mann. Wenn Sie meine Katze bis morgen nicht finden, dann schwöre ich, ich werde mein ganzes Ersparnis bis auf das letzte Pfennig. Und noch viel mehr als das opfern, um Ihre verdammten Tierquälerfirma in Grund und Boden zu klagen. Haben Sie mich verstanden? Hey Shane, hey Shane, ich bitte dich, Schwesterherz. Können wir bitte Ruhe essen? Das ist der letzte Tag hier und wir haben einen Gast. Wir werden Espen schon finden. Eine Katze wie ihn verliert man ja nicht so schnell aus den Augen. Ich bin schon hier. Was hast du gerade gesagt? Ich... Du hast impliziert, dass ich die Katze verloren hätte? Shane, sie hat überhaupt nicht inspiziert. Ich weiß, was ich gehört habe, Shane. Muss ich jetzt darauf jetzt wirklich antworten? Eddie, die Erwachsene braucht etwas Zeit für sich. Nimm doch bitte deinen Bruder nach oben, ja? Sicher. Also, Erwachsene wäre... Also erwachsen werden kann gar nicht in Frage für mich. Na, hast du Mumm nur dieses eine Mal wiederholt, auch was du zu mir gesagt hast. Shane, niemand hier hat dich beschuldigt. Warum benimmst du dich auf einmal so? Sag es. Shane. Heute Abend war der eine Abend, an dem ich mal nicht den Wunsch verspürt hätte, dir die Fresse zu polieren. Meine Damen. Und du musst ausgerechnet heute Abend einen Streit vom Zaum brechen. Brauche ich denn eine Genehmigung, meinen treulosen Vater, Hurenkind, in den Schrank zu weisen? Das ist die einzige. Oh Gott. Espen! Oh Gott. Ich hatte gedacht,
Ich hatte gedacht, ich hätte... Ja, da kommen mir die Tränen in die Augen. Ich hätte jetzt auch noch dich verschwinden lassen. Ich hätte gedacht, du wärst fort. So wie er. Ich hätte gedacht, ich hätte jetzt auch noch dich verschwinden lassen. So wie ich. So wie... Thomas. Willst du ihn finden, Tommy? Willst du Daddy zu uns zurückbringen? Das werde ich, Shane. Genau. Da bat ich ihn zu gehen. Der Reuegeist. Er ging wegen mir. Damit er unseren elenden Vater finden soll. Es war meine Schuld. Es war alles nur meine Schuld. Es war alles nur meine Schuld. Es war alles meine Schuld. Shane, niemand trägt daran Schuld. Niemand, hörst du? Meine. Ja, alles gut. Shane, wir waren Kinder. Wir waren alle... Wir haben... Bernard verehrt. Wir alle wollten ihn zurück. Das hätte genauso gut ich sein können. Ich hätte Tommy um genau dasselbe gebeten. Meine. Alles wird gut. Alles wird gut, Schwesterherz. Ja, alles wird gut. Dritter Tag. Den dritten Tag haben wir geschafft. Hä? Den Materiemantel legen wir ab. Ich kann nicht rennen. Hä? Reise die endlosen Felder von Naru. Haben sie das Haus jetzt behalten? Murray, sie sind überraschend gut. Mit sowas, wissen sie das? Ich bin hier der vermaledeite Tischlerjunge. Hab nur keinen Schubs gebraucht, sonst nichts. Und Zweimannsäge, naja. Die kannst du nicht alleine benutzen, oder? Und wenn... Wie einer gut ist, dann ja wohl du. Für so eine realitätsferne Schauspieler-Softie wie dich, meine ich. Nun, Mr. Murray. Wenn das ihre Art ist, Danke zu sagen. Ach, falsche Stimme. Dann meine ich, dass ich dieser Ehre nicht würdig bin. Klappe jetzt. Und weitersehen, Kumpel. Wir haben noch einen vermaledeiten Baumhaus fertig zu bauen. Oh. Okay, das war süß. Finden wir den gravierten Pfad. Ah. Aspen. Sie jagt uns nicht. Kleine Mizi. Das hier war doch immer schon dein Lieblingsleckerli, nicht wahr? Dein Favorit. Befrei von Thronräuber-Trugbilder. Mutter, kannst dich an Aspens Kindheit erinnern? Es gibt also doch einen Gott. Ist denn schon Sonntag, Papi? Gehen wir in die Kirche? Oder auch nicht.
immerhin kann sie wieder gut schlafen. Kosten wir den ewigen Frieden. Ah, die machen die Tapete neu. Hey, dem Dolch den Abscheu standgehalten. Hat ihr einen Kuss auf die Backe gegeben? Was ist denn das? Das? Zum Mittagessen und das wird schon bald zu einer reiner Sandwich-Magie. Und ich nehme mal an, du bist die Magierin? Jede Party braucht einen Magier. Warum sind da drei Katzen? Die drei Katzen, da habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Die waren nur einmal kurz da, die Streuner, und dann waren sie wieder weg. Vielleicht. Komisch. Gereinigt von der Reue. Geist. Es lebt sich schwer mit OCD. Davon kann ich dir auch ein Ständchen singen. Also jetzt schaut es ordentlich aus, wenn du mich fragst. Mal genug Pixelart und dann geht das auf einmal ganz leicht. Kann ich sonst noch irgendwie behilflich sein? Naja. Die letzte Schacht Bücher oben im Studienzimmer warten darauf ausgepackt zu werden und... Mhm. Bin schon dabei. Danke. Dann gehen wir nochmal nach oben. Ah, jetzt habe ich gar nicht gelesen, was da oben stand. Oh nein. Was ist mit ihr? Espen sind bekannt für ihre Fähigkeit, vegetativer Regeneration durch die Triebe und Sprösslinge, die entlang ihrer langen Seitenwurzel hochwachsen. Derlei Wurzelbrut führt zu einer Vielzahl genetischer, identischer Bäume, die man zusammengefasst als also Klon bezeichnet. Alle Bäume in einem Klon haben den identischen Charakteristika und teilen sich dasselbe Wurzelwerk. Dieses biologische Phänomen ist auch bei Exemplaren zu beobachten, die an der Oberfläche tot zu sein scheinen. Okay, hochspringen können wir nicht mehr. Wow. Zu guter Letzt. Ist das wahr, Vater? Ja, mein Sohn. Wirklich eine schöne, fabelhafte Pflanze, nicht wahr? Espen können durch ihre Abkömmlinge wiedergeboren werden. Unfassbar. Aber Vater, da werden wir... Kann es sein, dass wir das auch über uns selbst sagen können? Ich meine, so wie eine Familie? Gut möglich, mein Sohn. Gut möglich. Alles das, was wir geschaffen haben. Zu guter Letzt. Boah, das war ein schönes Spiel. Ich war kurz den Tränen nach. Das ist doch offen und ehrlich. Das ist ein schönes Spiel, muss ich auf jeden Fall sagen. Muss mal gucken, wie ich das nochmal ein zweites Mal durchspiele, weil es gibt bestimmt noch ein paar Erfolge, die ich noch nicht freigespielt habe. Zumal einen habe ich schon gesehen gehabt.
dass es einen Erfolg gibt, dass man die Maus halt umbringt. Was mich jetzt aber gewundert hat, ich habe die Kinder jetzt gar nicht gesehen. Ah. Dachte mir schon, was war das denn jetzt? Aber für den Preis kann man auf jeden Fall nichts sagen. Da ist auf jeden Fall ein schönes Spiel gewesen. Ich weiß gar nicht, was das jetzt genau gekostet hat. Ich glaube 16 Euro noch was. Oder ich glaube sogar noch weniger. Also da kann man auf jeden Fall zuschlagen. Gut, jetzt ist, glaube ich, direkt am Anfang war es 20% runtergesetzt. Aber es ist trotzdem ein schönes Spiel. Wiederholt sich das jetzt einfach nur? Ne, es kommen verschiedene Melodien. Ich frage mich jetzt noch, ob da was kommt. Ich muss ja sagen, ich hatte mich erst gefragt, ob das Spiel wirklich auf Deutsch kommt. Weil die Demo war damals so eigentlich, dass es die nicht auf Deutsch gab. Da stand auch drin, Deutsch stand auch nicht zur Verfügung zu dem Zeitpunkt. Da war ich ja froh, dass sie das doch rausgebracht haben auf Deutsch. Ganz schön viele mitgewirkt.